Wir fangen natürlich wieder an. Diese Hand ist schon sehr, sehr suboptimal. Und da nehmen wir mal einen Mulligan. Und die Hand, die scheint schon viel besser zu sein. Je nachdem, was wir nachziehen, kann man da dritte Runde mit ziemlich allem aus. Er überlegt nur, wie es ausschaut. Wenn wir da natürlich ein Land nachziehen, ist perfekt. Wenn wir irgendwas für Amana nachziehen, ist auch noch okay. Ein Frogmite wäre auch noch okay. Aber selbst wenn wir den einen Landdrop missen, ist es eigentlich nicht so schlimm. Zwei Landdrops bzw. Mana-Artefakte könnte dann kritisch werden, je nachdem, was er spielt. Und er kippt danach. Okay. Scheint sich um ein Mirror zu handeln. Oder auch nicht. Na, wird schon so sein. Habe ich bisher noch nie gesehen in die Listen. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir müssen halt entweder das Mana ziehen oder das Mana-Artefakt, wobei das Mana jetzt natürlich schon sehr gut wäre. Aber so wie wir ziehen, werden wir das vermutlich nicht mehr hochgewinnen. Es ist natürlich blöd, dass er die zwei Flieger gelegt hat, weil die machen uns schon ziemlich auf. Lotus Petal. Outs haben wir in dem Sinn jetzt eigentlich nur mehr, wenn wir den Flieger ziehen. Und da sind wir dort. Natürlich nicht genau gesehen, was er spielt. Könnte natürlich die Pyroplast reinborden gegen die Flieger. Duress. Ist natürlich gegen diese ganzen Artefakte ein bisschen zu zerlegen. Wäre ein Versuch wert. Allerdings, ich würde es so lassen.